Nun schauen wir uns mal eine Neutralisationsaufgabe an. Ich habe hier die Aufgabe, 100 Milliliter einer Salzsäure mit einem pH-Wert von 1,6 wird mit 200 Milliliter einer NaOH-Lösung mit einer Konzentration von 0,1 Mol pro Liter vermischt. Wie ist der pH-Wert der Mischung? Bevor wir uns an die Rechnung ranmachen, können wir uns vielleicht das Ganze nochmal, also was bei so einer Neutralisation passiert, ein bisschen modellartig anschauen. Ich habe dazu was vorbereitet. Ich habe hier also zwei Lösungen. Ich habe dazu die Farben für die Lösung verwendet, wie man sie üblicherweise hat bei Indikatoren. Das heißt, das Rote, das soll also eine Säure sein. Und das Blaue eine Lauge oder eben eine Base. So, das Besondere an einer Säure ist ja, dass ich, ihr erinnert euch mit dieser Autoprotolyse, dass ich einen höheren Anteil an H3O+-Ionen hier drin habe als OH-Ionen. Und bei einer Lauge ist es umgekehrt, da ist mein Anteil an OH- größer. Bei einer Neutralisationsreaktion ist es ja so, dass diese zwei Bestandteile H3O+ und OH- reagieren und es entsteht Wasser. Ups, da rutscht, bin ich. Und wenn man jetzt zusammenzählt, müssen das Ganze zwei Wasserteilchen sein, aber vom Prinzip her geht es darum, H3O+-Ionen mit OH- reagiert zu Wasser. Die heben sich eben gegenseitig auf. So, das heißt, es kommt ja darauf an, wie viel von diesen H3O+-Ionen sind hier enthalten. Es kommt schon auch auf den pH-Wert drauf an. Der bestimmt ja, wie viel drin ist, aber der gibt die Konzentration an. Und mir geht es bei der Neutralisation um die Anzahl der Teilchen. Und Anzahl, das hat was mit der Stoffmenge zu tun, denn ein Mol sind ja 6 mal 10 hoch 23 Teilchen. Also muss ich letztendlich die Stoffmenge, und zwar von H3O+ und OH- bestimmen. So, und wie komme ich jetzt auf das Endergebnis? Hierzu habe ich ein kleines bisschen was vorbereitet. Ich lösche mal gerade die Bilder, die ich da vorne dran hatte. In so einer Säure sind eben diese H3O+-Teilchen drin, das sollen diese roten Kugeln darstellen und OH-Ionen. Wenn das Ganze jetzt zusammengegeben wird, also hier das, oh, falscher Stift, upsala, also das mit dem ergibt dann, wenn man es zusammen mischt, ja, was passiert? Verdeutlichen wir es nochmal so. Von den H3O+ wird hier unten, also wird hier im Gefäß ein Teil eben reagieren mit einem OH- zu einem Wassermolekül, beziehungsweise zu Wasser allgemein. Das Ganze geht weiter. Es findet wieder so eine Reaktion statt und so weiter. Ja, und irgendwann sind dann die H3O+-Ionen aufgebraucht und zurückbleiben hier in meinem Beispiel noch OH-Ionen. Das heißt, die Konzentration der OH-Ionen ist jetzt etwas erhöht, sodass zum Schluss das, was ich hier habe, das ist nicht Wasser, sondern Wasser und OH-Ionen. Das heißt, es gibt auf jeden Fall auch noch eine alkalische Lösung. So, ich habe nicht immer eine alkalische Lösung, sondern das kommt eben daher, dass ich am Anfang mehr OH-Ionen als H3O+-Ionen hatte. Und genau das muss ich jetzt also auch immer machen. Ich muss mir bei meiner Aufgabe überlegen, wie viele OH- und wie viele H3O+-Ionen habe ich. So, dazu habe ich diese Bechergläser von eben jetzt auch nochmal hier eingezeichnet. Das soll aber verwendet werden, um dann die Werte einzutragen. Wir erinnern uns, wir haben ja gegeben, ich markiere das gerade mal hier, einen pH-Wert. Ich habe die Volumina gegeben und ich habe hier eine Konzentration gegeben. Was wir aber auf jeden Fall brauchen, ist die Stoffmenge an H3O+-Teilchen und OH-Teilchen. Also das brauche ich. H3O+ brauche ich. Und ich brauche die Stoffmenge an OH-Ionen.
damit ich eben hier dann berechnen kann, was passiert, wenn ich die beiden zusammengebe. So, gucken wir mal, was sonst noch gegeben ist. Was auf jeden Fall noch gegeben ist, ist das Volumen. Das ist hier bei meiner Säure. Das schreibe ich hier dazu. Und meiner Lauge. Da war es 100 Milliliter. Und da war das Volumen 200 Milliliter. So, was ist noch gegeben? Bei der Salzsäure ist der pH-Wert gegeben. Ich fange mal links an. pH ist gleich 1,6. Und hier war die Konzentration gegeben, und zwar der NaOH-Lösung. Und zwar war die 0,1 Mol pro Liter. So, wir gucken noch mal kurz hierher in unsere Übersicht. Wir haben ja einen pH-Wert und brauchen diese Konzentration, also muss ich hier das Ganze umrechnen. Und von dieser Konzentration kann ich dann mit der anderen bekannten Formel, die wir öfters verwendet haben, nämlich C ist gleich N durch V, auch die Konzentration von, nicht die Konzentration, sondern die Stoffmenge an NH3 plus bestimmen. So, das will ich dann mal aufschreiben. Also pH, daraus kann ich die Konzentration der H3O plus bestimmen. Und das ist gleich 10 hoch minus 1,6 in Mol pro Liter. Und wenn man das ausrechnet, habe ich das Ergebnis, das sind dann ungefähr 0,025 Mol pro Liter. So, jetzt ist ja die Stoffmenge gesucht. Dieses hier. Dann wollen wir das mal berechnen. Die Gleichung war ja, die hatten wir gerade eben gehabt, n durch v. Nach n aufgelöst habe ich ja hier c mal v. Und die Konzentration ist gegeben. Das waren diese 0,025 Mol pro Liter mal dem Volumen. Und bei der Salzsäure war das 100 Milliliter, also 0,1 Liter. Das sind dann, wenn man das ausgerechnet hat, mal 0,1 sind dann 0,0025 Mol. Liter fällt weg, Liter fällt weg, gekürzt, ne? Das ist unser erstes Zwischenergebnis. Und jetzt noch das gleiche bei den OH-Ionen. Gegeben ist ja die Konzentration der von Natriumhydroxid. Und damit ist auch die Konzentration der OH-Ionen gegeben, denn ist gerade das gleiche. Ein Natriumhydroxid gibt ein OH- ab, also ist es das gleiche, nämlich 0,1 Mol pro Liter. So, hier wieder das gleiche, die gleiche Rechnung wie oben, nur die Konzentration ist natürlich ein anderes und auch das Volumen. Hier habe ich die Konzentration von 0,1 Mol pro Liter und die Konzentration hier waren 200 Milliliter, also 0,2 Liter. Kürzen gibt 0,02 Mol OH minus. So, jetzt weiter. Ich weiß jetzt, wie viel ich davon habe. Und wir erinnern uns, ein Teil oder ein Teil dieser Teilchen reagieren miteinander und es entsteht Wasser und das, was von dem Meer da ist, da bleibt also was übrig. Jetzt orientieren wir uns kurz mal und sehen, ja, es ist mehr OH minus vorhanden. Das heißt, ich habe ja, mit diesem größer, kleiner Zeichen hier, davon ist mehr da. Das heißt, wenn ich das Ganze zusammenmische, hier als, das soll das Gemisch sein,
habe ich auf jeden Fall dann hier, na, das ist falscher Stift, OH minus bleibt übrig. So, und wie viel bleibt übrig? Muss man halt gerade ausrechnen. Von dem ich mehr habe, ziehe ich das ab, von dem ich weniger habe. Also in diesem Fall muss ich also rechnen, diese 0,02 Mol minus den oberen Wert 0,025 Mol. Und das ist dann natürlich die Konzentration an OH-Ion, die übrig bleibt. So, das Endergebnis von dem Ganzen, das gibt dann, das könnten wir auch im Kopf rechnen, gibt 0,175 Mol. Jetzt müssen wir bedenken, wenn wir den pH-Wert berechnen wollen, dazu brauchen wir ja auch ja, die Konzentration der OH-Ion. Wir haben jetzt bisher die Stoffmenge, also die Anzahl der Teilchen. Um auf die Konzentration zu kommen, da brauchen wir unsere Formel C ist gleich N durch V. Das heißt, ich muss das Volumen bestimmen. Volumen nimmt ja zu, denn ich gebe die Säure und die Lauge zusammen. Habe ich also mehr als vorher jeweils. Nehme ich, wie viel habe ich? Ich gebe das Ganze zusammen. Also das plus dem ergibt V gleich 300 Milliliter. Und dann kann ich aus dem Volumen des Lösungsmittels und der Menge an OH-Ion die Konzentration der OH-Ionen bestimmen. Und die wäre dann N durch V, also 0,0175 Mol durch das Volumen 0,3 Liter. Das ergibt schnell im Taschenrechner berechnet. Eine Konzentration von 0,058 in etwa gerundet Mol pro Liter. Und dann fehlt mir noch der pH-Wert. Also pH, na, das geht ja nicht, stimmt ja gar nicht. Ich kriege erstmal den pOH-Wert. Und das wäre minus der Logarithmus von diesen 0,058. Und das wäre dann 1,23 mit dem Taschenrechner berechnet. Und dann ist der pH-Wert, ihr erinnert euch an den Zusammenhang, 14 ist die Summe der beiden. Dann ist der pH-Wert also 13,77 etwa. So, und damit haben wir das Endergebnis. Meine Lösung hat also nach dem Gemisch einen pH-Wert von 13,77. Ich möchte noch eine Kleinigkeit zum Abschluss nochmal erwähnen. Bei den Volumina, die wir brauchen, um den neuen pH-Wert zu berechnen, habe ich an dieses Wasser hier ja nicht gedacht. Der Grund ist einfach der, dass die Mengen an H2O, die entstehen, aufgrund der geringen Mengen an H3O plus und OH minus, quasi keine Rolle spielen. Ihr könntet mal ausrechnen, wie viel Mol sind zum Beispiel 100 Milliliter. Das ist also einiges mehr, als ich hier an H3O plus Ionen habe. Deshalb kann ich das also ignorieren. So, das war's dann.